Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie Viktoria Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich begrüße recht herzlich die beiden Trainer, Marco Antwerpen, den Gästetrainer, und Olaf Janssen, den Trainer von Viktoria Köln. Wie gewöhnlich soll den Gästen das erste Wort gebühren. Marco Antwerpen, wie haben Sie die Partie gesehen? Ja, ich denke, dass wir gerade zu Beginn nicht ganz so gut in die Partie gekommen sind, aber dann, glaube ich, das 1-0 gemacht haben. Das muss ja auswärts eigentlich immer in die Karten spielen. Und ja, ich hatte schon den Eindruck, dass Viktoria Köln da halt nicht mehr so die richtigen Ideen hatte. Und ja, das, was wir dann gemacht haben, eigentlich drei Geschenke verteilt und ja, so eine Mannschaft mit so einer Offensivwucht, die nutzt sowas natürlich auch. Ja. Und ja, liegst dann 3-1 hinten und weiß eigentlich gar nicht, wieso. Ja, und da musst du halt erstmal aufpassen, dass du nicht noch den vierten bekommst, weil Viktoria dann natürlich auch in der Lage ist, richtig gut Fußball zu spielen. Ich glaube, haben wir Mike Wunderlich einfach auch einen unfassbar guten Fußballer in ihren Reihen, der dann einfach das Spiel einfach auch dominiert hat. Ja, und wie gesagt, da mussten wir sehen, dass wir nicht das 4-1 kassieren. Keine Ahnung, haben noch die Möglichkeit auf 3-2, pfeift der Abseits, keine Ahnung, ob es wirklich so gewesen ist. Da mussten wir justieren in der Halbzeit, haben, glaube ich, richtig gute Einwechslungen gemacht. Und die Jungs sind mit einer ganz anderen Mentalität auf dem Platz gewesen. Und ja, unterm Strich, glaube ich, hochverdient hier den Punkt geholt. Den wollten wir haben. Das war unser Minimalziel. Und damit müssen wir zufrieden sein. Ich glaube, es wäre mehr drin gewesen, wenn wir über 90 Minuten so gespielt hätten. Aber von daher 3-1 hinten, auswärts den Punkt geholt. Von daher sehr, sehr, sehr zufrieden. Für Viktoria Köln nur das Beste. Alles Gute für die Zukunft. Ja, und ich hoffe, dass wir uns nächste Saison wiedersehen. Vielen Dank. Ja, Olaf Janssen, bitte Ihr Fazit zur Partie. Ja, ich meine, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit vor allen Dingen dann auch nach dem Rückstand ein klasse Spiel gemacht. Wir haben eine etwas andere Grundausrichtung diesmal gewählt. War für die Jungs natürlich auch nicht einfach, aber haben wir super gemacht. Wie Markus eben sagte, glaube ich, dass man erkennen konnte, dass es wirklich eine Mannschaft ist, die den Ball haben will, die toll kombinieren kann. Da haben wir eine Top-Entwicklung gemacht und dann, ja, ich glaube, hochverdient 3-1 geführt. Ist schon angeklungen, hätte eigentlich mehr sein müssen, wenn wir dann die Sachen konsequenter ausspielen. Ja, in der zweiten Halbzeit war klar, wir haben auch in der Kabine besprochen, dass Kaiserslautern kommen wird, aus der Kabine kommen wird mit Wucht. Ja, das haben wir eigentlich ganz gut verteidigt. Wir haben weniger Aktionen nach vorne gehabt, eine hundertprozentige noch von Kai und Mike, und Kai querlegt. Dann machen wir es halt 4-1 nicht. Ja, und dann hatte Schiri ein paar unglückliche Entscheidungen gehabt beim 3-2 halt. Ja, ein klares Foul an Kai, dann kommt der Konter, der Gegenstoß, dann fehlt er. Und beim 3-3 ja, liegt unser Spieler auf dem Boden, mit einem Schlag im Gesicht und der Ball fällt rein. Es war natürlich sehr unglücklich, aber am Ende des Tages hat Kaiserslautern das einfach kämpferisch dann natürlich in der zweiten Halbzeit schwer gemacht und wir haben es dann am Ende dann uns verdienten Sieg halt gebracht. Das tat natürlich erstmal weh für uns, weil wir halt sehr viel investiert haben in dieses Spiel. Aber am Ende habe ich den Jungs auch gesagt, wenn man dann sozusagen darauf wartet, dass die Gegentore dann fallen zum Schluss. Ich erinnere mich dann an einen Wahnsinnsrückpass von Kevin Richtung eigenes Tor, obwohl wir im Konter waren, ja, dann muss man auch mit dem Punkt leben, das ist ja auch verdient, weil dann muss man den Sack zumachen. Und wenn wir das nicht tun, ja, dann wird man bestraft. Und das war eben heute der Fall. Und von daher, ja, wünsche ich natürlich auch Kaiserslautern, dass sie den letzten Schritt gehen, die Klasse halten und wir uns dann in der nächsten Saison wiedersehen. Marco Antwerpen, die Rheinpfalz fragt, es war ein sehr turbulentes Spiel mit Auf und Abs. Wie sah Ihre Gefühlswelt aus? Genau so wie das Spiel aussah, also wie es vom Spielstand halt, der war 1-0 in Führung gegangen. Ja, hast du eigentlich gedacht, jetzt sind wir in der Partie drin und dann bekommst du halt über diese drei individuellen Fehler, die uns da passieren, die uns aber nicht passieren dürfen, lädst den Gegner ein, der stellt auf 3-1 und wie gesagt, ja, tolle Moral dann in der zweiten Halbzeit mit vielen Torchancen und ja, da war schon klar nach dem 3-2, dass wir mit Sicherheit noch eine gute bekommen. Der Philipp Hercher, der hat noch ein Riesending, den kann er eigentlich auch schon nutzen, wenn wir dann mal über Fehlentscheidungen sprechen. Ich glaube, wir hätten 3 Elfmeter kriegen können oder vielleicht zumindest mal einen klaren. Dann können wir das mal eben kurz korrigieren, dann sind wir pari gewesen und von daher, glaube ich, gehen wir dann verdientermaßen mit einem Punkt vom Platz.
Ja, das war es tatsächlich schon mit den Fragen. Ich bedanke mich bei beiden Trainern, wünsche den Gästen aus Kaiserslautern eine gute Heimreise und für Viktoria Köln steht als nächstes das Pokal-Halbfinale im Bitburger Pokal bei Fortuna Köln auf dem Programm. Guten Heimweg, guten Abend, Olaf Janssen. Danke.